Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Oracle. Und ja, es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe nämlich jetzt, wir haben jetzt mit der neuen Lucky Block Aufteilung anders gemacht. Wir haben nämlich jetzt gesagt, das Würfeln ist immer eine schöne Sache, aber da wir jetzt sehr viele Sachen haben, machen wir jetzt die neue Aufteilung folgendermaßen. Wir machen jetzt jedes Mal eine feste Anzahl. Nämlich, wir werden jetzt den Durchschnittswert aus allen Gewürfelten nehmen. Das wäre dann insgesamt, ihr könnt schon sehen, 15 Blöcke. Das sind die noch vom letzten Mal, die Blöcke. Und ja, Daniel ist jetzt gerade auch noch auf dem Server. Ist aber gerade, hat sich gerade gemutet. Aber, wieso jetzt, ihr fragt jetzt, wieso, was ist hier los? Ist aus seinem Bunker geworden. Und ich würde sagen, das seht ihr in der kleinen Timelapse, wie ich doch alles gebaut habe. Das geht raus an die Minecraft-Spieler in Deutschland. An die Architekten und an die PvP-Helden. Und auch an alle anderen. Ob alleine oder zusammen. Diese eine Sache verbindet uns alle. Yeah. Es geht an alle Let's Player und an die Zocker. Ich hoffe, ihr seid trotz anderen alle noch da. Unser Spiel zerspaltet die Massen. Die einen finden's geil und die anderen finden das Kacke. Ja, das ist ganz normal. Mann, wir lassen uns nicht stressen und werden immer aufs Neue bis hin zum Licht kämpfen. Wir geben nicht auf, weil wir diesen Shit brauchen. Gehen unaufhaltsam und klein, dann mit jedem Stich drauf. Kämpfen eins gegen eins, doch wenn es sein muss, setzen wir gemeinsam an für den Einschuss. Die Community, die hält zusammen, denn jeder ist ein Held, der handelt. Wir alle lassen uns nicht unterkriegen. Seht, wie wir immer aufs Neue in jeder Stunde siegen. Weit entfernt, doch gemeinsam. Tja, wir sind mehr als nur einer. Es ist unser Spiel, das polarisiert. Wir sind hier und werden nie die Krone verlieren. Wir sind eine Einheit, wir schlagen euch PvP. Wir gehen geradeaus unser Weg. Unser Spiel, das polarisiert. Wir sind hier und werden nie die Krone verlieren. Und alle, die was anderes sagen, haben einfach keinen Plan. Das ist unsere Welt, das ist Minecraft. Wir schlagen uns mit Schwertern durch die Nacht und haben dann beim Schlafen immer gern daran gedacht, um dann wieder aufzuwachen und den nächsten Tag zu spielen. Sind nicht ausgeschlafen, doch egal, wir haben ein Ziel. Wir sind viele, ob auf Servern oder offline, und klatschen jedes Monster gekonnt klein. Wir wollen zu Gott, nein, wir wollen nur Spaß. Und rate mal, wo wir denn haben. Yeah. Es ist unser Spiel, das polarisiert. Wir sind hier und werden nie die Krone verlieren. Wir sind eine Einheit, wir schlagen euch PvP. Wir gehen geradeaus unserem Weg. Unser Spiel, das polarisiert. Wir sind hier und werden nie die Krone verlieren. Und alle, die was anderes sagen, haben einfach keinen Plan. Das ist unsere Welt, das ist Minecraft. Es ist unser Spiel, das polarisiert. Wir sind hier und werden nie die Krone verlieren. Wir sind eine Einheit, wir schlagen euch PvP. Wir gehen geradeaus unserem Weg. Unser Spiel, das polarisiert. Wir sind hier und werden nie die Krone verlieren. Und alle, die was anderes sagen, haben einfach keinen Plan. Das ist unsere Welt, das ist Minecraft. Wir sind viele, ob auf Servern oder offline. Das ist Minecraft, wo klatschen jedes Monster gekonnt klein. Das ist Minecraft, weit entfernt, doch gemeinsam. Das ist Minecraft, wir sind mehr als nur einer. Es ist unser Spiel, das polarisiert. Wir sind hier und werden nie die Krone verlieren. Wir sind eine Einheit, wir schlagen euch PvP. Wir gehen geradeaus unserem Weg. Unser Spiel, das polarisiert. Wir sind hier und werden nie die Krone verlieren. Und alle, die was anderes sagen, haben einfach keinen Plan. Das ist unsere Welt, das ist Minecraft. Das ist Minecraft. Thank you.
war auf jeden Fall relativ krass, relativ viel Arbeit, alles zu farmen, zu bauen, alles drum dran. Hier habe ich jetzt noch Beacons halt, wie gesagt, die mir Haste und Speed geben. Hier Enchanten, Level 30 und hier Lage und Pipapo. Hier geht's dann zu Daniel und so weiter. So, und ich würde sagen, wir öffnen jetzt in der Folge einfach mal die Blöcke und schauen also mal, was da so abgeht. Wir bräuchten auch noch Türen, wollte ich ein paar, aber die sehen ja auf dem Dschungelholz richtig scheiße aus. Deswegen brauche ich ein paar bisschen anderes Holz. Denke ich auch nicht so viel Axt. Dann ist der Bunker auch ziemlich fertig dann. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hierher, frage. Okay, Pferde, brauchen wir nicht. Kopf, was ist das für ein Kopf? Ganz normaler Head, okay. Nichts Besonderes. Also, okay, wir haben wieder Endportal Friends. Okay, wir werden uns den Endportal jetzt aber suchen, weil es ja nicht gegangen ist. Oh no. Never waste a diamond on a hoe. Ja, perfekt. Achso, ich dachte, ich habe das Lohnes bekommen, aber ich habe nur den anderen Effekt wegbekommen. Den töten wir mal eben, der kann nix. Ne, Tanja, ich weiß gerade nicht. Kann sein, dass er halt kurz was macht. Aber wir öffnen ja. Oh, alter Vater. Der macht einfach 2 Herzen Damage. Der macht einfach 2 Herzen Damage. Aber er kann richtig gute Sachen droppen. Was er aber nicht tut. Perfekt, dann haben wir auf jeden Fall mal wieder richtig reingelackt. Okay. Aufwerten wir die jetzt mal nicht, die Lucky Blöcke. Das ist zu anstrengend. Hero Villager, oh, ganz gut. Oh, auch ganz gut. Mittlerweile habe ich den hier Bogen, das ist ein bisschen besser. Das ist explodiert. Hero's Potion, ganz gut, ja, okay. Oh, cool, ein Brunnen, da kann auch TNT rauskommen. Scheiße. Ich hab's überlebt, ja. Ich hab's überlebt. War krass, aber. Man sieht schon, man kann da jetzt richtig krass Sachen rauskommen. Alles klar. Paar Spawn-Eier auch. So, was haben wir noch? Eine Hexe? Okay, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, kommen sie her. Oh nein, ey. Wieso immer mir? Also, warte mal kurz. So, eigentlich will ich hier überleben. Oh nein. Ach, ich bin mal wieder Survival-Profi, hätte ich hier so raus befreit. So. Heroes Pickaxe ist, glaube ich, eine relativ schlechte Heroes Pickaxe, die ich habe. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Enchanten oder sonst was mir eine bessere holen. Wenn ich kacke. So, dann den letzten hier noch. Und das Lucky One. Not perfekt. Ja, das war der Lucky anscheinend und das war der Nicht-Lucky. Bitte, ihr Leben. Oh, es ist Lava. Oh, ich dachte, wenn die Amboss von oben. Aber ich hab's überlebt. Oh, hier sind nochmal Enderpearls und solche Sachen. Solche Späßchen. Okay. Okay, da unten noch welche. Das könnte ich noch gerne vertragen. Lohnzeug. Ansonsten passt das, denke ich. Gut, dann werden wir jetzt noch die 16 hier öffnen. Dias, sehr schön. Das ist doch supi, immer Dias zu bekommen. Oh, das ist auch sehr gut. Da können wir auch unseren Schrott ein bisschen loswerden, den man da immer bekommt. Zack. Und da ein bisschen Eisen holen. Lucky Blöcke holen, Gold holen, Emerald holen. Okay. Oh! Ups, das ist sogar sehr relativ nah. Hier gehen die Beacons raus an meinem Bunker. Ja, wo ist denn der Knopf? Oh, Daniel hat gerade aus rausgekommen. Ich keine Ahnung, ich glaube, er ist gerade einfach im News oder so. Teamspeak, bitte. Ja, war ja klar, ne? Scheiße, hat der Bunker ausgehalten? Ja, perfekt. Oh. Ah, ne, passt, alles gut. Ist alles Tutti. Tutti Futti noch am Start. Ah, Pferde wieder, die wieder in der Wand sterben. Oh, sehr schön. Das kommt mir gerade recht. Die scheiß Goldrüstung da. Wer will die denn haben, ey? Oh, Lapis Lazuli. Ah, da. Billo Eisenkram.
Nicht der Rainbow Sheep. Oh, fuck. Ja, scheiße. Ich möchte nicht draufgehen jetzt. Okay, ich renn schnell zu Daniel einfach weg. Alter, wie lange hält es denn noch an? Oh Gott, oh Gott. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich gerade bin. Oh, oh, es geht wieder weiter. Okay, hier bin ich gerade. Holy shit. Ich werde hier einfach ein bisschen so Daniel locken und dann renne ich einfach weg wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen die einfachste Lösung. Holy moly. Daniel kann ich immer gut gebrauchen, ich weiß gerade gar nicht, wo er ist. Hm, wo ist er denn? Bin an meinem Haus. Ah ja, okay. Bist du hier da? So. Ich hab dir ein paar Endermites mitgebracht, ne? Ja, ich war die ganze Zeit da, aber... Den Namen nicht gesehen. Ah ja, cool. Ich hab hier ein paar was mitgebracht. Ich hab nämlich jetzt mir Blöcke geöffnet. Ey, die kommen hier gar nicht rein. Ey, die kommen nicht durch Wasser, da durch die Tür. Ja, die sind nach oben, oder? Ah, jetzt sind sie drinnen. Perfekt. Hast du die gespawnt mit Ex oder? Nee, die sind halt durch den Lucky Block gekommen. Ja, also finde ich jetzt nicht so lucky. Ey, die greifen mir an immer noch. Du bist doch hier jetzt mittlerweile. Nee, die graben sich in mein Haus rein. Hey, hier sind immer noch welche hier draußen, ey. Ich dachte, du tötest die für mich. Ja, die graben sich nicht bei mir. Ich kann hier einen Lucky Block öffnen bei deinem Haus, lol, echt. Ich bin jetzt voll geil geworden. Da ist aber was drin. Gutes. Oh, was ist da drin? Oh, ein relativ gutes Schwert. Ein okayes Schwert. Oh, Lapis Lazuli wieder. Ist ganz geil. So. Heroes Potion ist auch ganz gut. Alter! Holy fuck! Daniel, ich hab einen Killer Bunny. Das Killer Bunny geht irgendwie meistens One Hit. Also, so stark war es nicht, als ich es gespawnt habe. Macht schon richtig gut Damage. Also, zwei Herzen. Ich werde sterben. Ich werde vom Killer Bunny getötet. Holy moly. Alter, fuck. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich werde vom Killer Bunny verfolgt. Oh, es ist tot. Ich habe ein Herz. Das hat zwei Herzen Damage rausgehauen, sag ich dir. Das war ein bisschen zu viel. BS-Blob des Todes. Oh, cooles neues Schwert, das andere kaputt geht. Ah, perfekt. Oh, und der Diablock. Simon, hör auf, die neben meinem Haus zu öffnen. Du hast jetzt einen Bunker, das ist komm, dein... Komm, geh da hinten hin. Das war der Wither, aber... Ich hab keine mehr. Das war mein letzter. Ah. Alter, hier ist ein Creeper. Lass ihn nicht explodieren hier. Mit in der schönen Insel hier. Hast du noch mal ein anderes Holz als Oak oder? Also ich habe Akazienholz, Eichenholz und das Tropenholz. Ich würde halt gerne das Dark Oak haben. Dann da hinten ist Fichte, die ist schon Fichte? Ein bisschen dunkler. Oh ja, und die würde auch am Ende von dem See hier. Am Ende von dem See, wenn man da hinten zum Meer offenen See geht. Komm mal zu mir zu dem Krater da. Da teste ich nämlich über Lucky Blocks. Und da ist das Fichte irgendwo. Oder wo ist denn jetzt Fichte? Bei dem See da hinten draußen, hast du gesagt, oder? Ja, komm mal zum großen See hier. Bist du gerade am Ende des Gebietes, wo wir mal hingehen? Oh. Ja, da hinten ist Fichte, siehst du die? Ah ja, perfekt, da gehe ich hin. Weil es gibt eine etwas schönere Tür. Und jetzt echt ein schönes Biom auch. Tropenbiom ist halt so das Unordentlichste. Okay, nice. Da Alex auch geschafft. Das ging bei ihm nämlich vorhin gerade nicht. Hallo, ja, ich. Hallo. Wie geht's endlich, Alter? Hat funktioniert jetzt, also wie gesagt, ja, den Leuten nach was zu erklären. Das hat nicht funktioniert wegen dem scheiß Fortschritt, Minecraft, Java ist einfach krank gecodet. Ist ein geiles Spiel, aber es ist halt einfach krank gecodet. Wir sind hier 1000 Creeper, Leute. Okay, da. Ah!
Ja, 1000 Creeper. Als wenn, hast du einen Lucky Block geöffnet oder so? Ich hab noch mal eine ganze Option irgendwie, jetzt muss du ich hast, die Ding Leute, noch, ich noch nicht, ne? Du hast die, ich kann die Lucky Blocks noch nicht. Jede einzelne Stufe, also 1, 2, du 3. Hast die Lucky Blocks noch nicht bekommen. Also ich gebe dir mal die Lucky Blocks hier. Ja, danke. Die hast du nämlich noch nicht bekommen. Ich hab ja Quarz, genau. Ich wollte gerade ausbauen. Also gönn dir auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall super gutes Equipment, muss man auf jeden Fall alle mal. Ja, bitte schlag mich nicht. Mal sagen, perfekt. Ja, so. Ich habe mir nur Partykleidung angezogen. Dann hast du auch mal. Ich muss kurz meine Controls umstellen, weil die haben sich irgendwie alles umgestellt. Sprint. So. Ja, also. So. Oh, muss ja irgendwie sein. Daniel hat auf jeden Fall viele Tode, muss man sagen. Alter, die Scheißkatzen, jetzt sind sie tot. Oh ja, da hat sehr viele Tode. Oh, du hast ja recht wenig Tode. Was bist du für ein Master? Macht auf die Universe! So, das heißt, ich werde jetzt erstmal die machen, die Küchen. Habt ihr irgendwas mit dem Keller gemacht? Also, in deinem Keller, nee. Gut. Nicht, dass ich boah, war ich hier lang nicht mehr. Das Problem ist, ich habe jetzt die ganze, Flex-Text-Pack nicht mehr. Das ist halt das Dumme. Hey, wo kam man nochmal aus unserem Keller durch? Weil ich glaube, habt ihr unten ausgeleuchtet im Keller? In deinem, nee. Ich hab bei mir. Nee, ich meine jetzt, nicht in meinem, sondern in dem Gang, in dem Zwischengang zwischen uns. Geschrieben, ey. Weil das ist eine richtige Problematik, Alter. Using Hero Sword steht hinten dran. Da musst du noch war Hero Sword denn? Hinten dran stehen. Wo war ich denn? Okay, aber ich meine, es bringt nichts, wenn ihr beide daran beteiligt seid. Ja, das stimmt halt wirklich. Alter, wie viel habe ich? 46? Dein Keller ist ja mal. Das geht immer noch nicht, das muss ich gleich abbauen im Crate. Ist das dein Keller? Ja, genau, das ist mein Bunker hier. Jo. Na, jetzt halt. Ja, okay, ja. Nice. Das ist richtig geil. Okay, dann ich gehe mal in meinen Bunker und ich muss den unbedingt weiterbauen. Was habe ich da als Kopf? Habe ich gerade Unbreaking 3, das ist sehr gut. Hier habe ich auch mal Unbreaking 3, aber nicht von der Protection her so gut. Okay. Und jetzt warte, ich gebe dir das Teil, wo du enchanten solltest. Ne, ich mache neu. Warte, ist voll dumm, was ich eigentlich vorhabe. Ich mache kurz ein neues Teil. Das war nämlich gar nicht ganz so weit. Also, wenn da bei dir bei Level 30 müsste bei dir Unbreaking stehen, okay? Ich kann die Glück 3 holen. Ist Glück 3 auf welchem Level? Ja, oder Effizienz 2. Das ist auf 30, Level 30. Dann machst du es doch. Glück 3. Okay, wir wollen immer 2 XP-Stufen, weil ich gerade meine Axt getaucht habe. Nein, du Spasti, Alter! Ich hole schnell XP durch Monster und so. Dann mach schnell. Dann würde ich sagen, da sehen wir uns am Cut wieder. Ja, also, Daniel hat jetzt 30 Level, ich brauche nur noch Lapis, ich block dir. Glück 3 wird's, ne? Auf Level. Warte. So. Glück 3, ja, und noch gut. Weitere Effekte. Genau, mach. Was Effizienz 4 und Glück 3. Jawohl, das ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn ich dann noch ein bisschen anbreaken ja, ich drop sie einfach, saugeil. Ja, okay. Also jetzt geht's Alex in der Freude den mit. Das heißt, ich bräuchte jetzt nur noch vielleicht. Sagen wir was in Richtung Unbreaking.
Ja, bald. Okay, die müsste ich nur für. Ich müsste eigentlich nur Level 30 werden, dann dürfte das gehen. Aber ist hier, ja. Und dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge Minecraft Oracle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.